Ja, mein Name ist Dino. Ach so, ich heiße ja nicht Dino, aber die nennen mich alle so, mein Kollegen. Ja, und ich bin 16, komme aus dem Irak. Ja, das war's. Bist du mit dem Flüchtlingsboot hingekommen? Nein, ich bin von deiner Mutter gekommen. Wollt ihr euch erstmal vorstellen? Na klar. Ich heiße Apo, ich bin Albaner aus Duisburg. Ich bin Walid, ich bin Iraker aus Duisburg. Ich bin Ahmed aus Duisburg. Woher? Ich bin Ägypter. Ich bin Ramu, mein Spitzname ist Ramu Yazalami. Ich bin Kerim. Ich will ein paar Fragen. Bist du bereit? Ja, natürlich. Du musst uns zwei Sachen zeigen. Entweder Bilder in der Galerie oder deinen Suchverlauf, ohne zu löschen. Ja, okay, ich zeig. Raus. Ramo, gib mal mein Handy. Okay, guck mal, wenn du für 24 Stunden eine Frau wärst, was würdest du machen? Erstmal immer Finger rein, ja. Ihr wisst schon. So kochen lernen, ne? Ja, muss. Ja, was soll ich noch machen? Richtiges Fucky Girl werden. Ja, ohne Fans und so? Ja, ja, immer so. Geld fließt, weißt du? Letzte Foto. Nee, ich will mal einen Suchverlauf. Ist das okay so? Ja, tamam. Fotos schwierig, ja. Ich hab hier gelöscht. Nicht so. Darf ich? Mach. Ja, ey, warum gibst du denn einen Korb, ja? Ey, ich singe für euch. Du bist eine Kachpa. Und das hat auch mit gescheiterter Integration zu tun. Ja, hast du gesehen, dass ich ein Playboy bin, du... Ist auch voll nicht. Was steht da? Ja. Ja, egal. Auf jeden Fall nichts Schlimmes. Ich bin halal. Weg von der Kamera, Junge! Sagen wir mal, du hast einen Sohn, der kommt zu dir und sagt, er ist schwul. Was würdest du machen? Pack deine Sachen und geh! Warum? Ist doch nicht schlimm. Ist doch immer noch dein Sohn. Nein, ist nicht mein Sohn. Der muss normal bleiben, mein Mensch. Willst du deinem Chef oder deinen Eltern nackt schicken? Wallah, lieber mein Chef. Meine Eltern würden mich behindert haben. Siehst du deinen Chef ja jeden Tag? So ja, vielleicht steht er ja drauf, man weiß ja nicht. Ne? Vielleicht bezahlt er dich mehr, ne? Ja. Warte, mach einen Post. Ich blamier mich so, hart, ne? Sprachen lernen, Bubble. Sagen wir mal, du bist auf einer Hochzeit mit der ganzen Familie, so ungefähr 300 Leute, du kennst sie alle. Was wäre dir lieber, wenn alle nackt wären oder nur du? Alle. Also du siehst deine Mutter, deine Tante, alle Ach nackt. Ach so, nein, lieber ich. Dann sehen alle anderen dich so nackt. Andere Frauen. Ich bin halal. Ich sag ja Familie. Egal, sollen die mich sehen. Ich brauche mich nicht schämen. Wie viele Haare hat eine ganze Glatze, wenn eine halbe Glatze 10.000 Haare hat? Ein Glatze hat, das heißt ja Glatze, das hat keine Haare. Okay. Würdest du immer von dem Bauch deines Kollegen essen oder vom Boden? Vom Bauch natürlich. Vom Bauch deines Kollegen? Ja. Zum Geschmack. Ich will Boden. Immer? Immer. Für den Rest deines Lebens. Allah bille Boden. Auch Boden. Wellenstein. Würdest du den Rest deines Lebens einen Helm oder eine Warnweste tragen? Einen Helm. Es war sein letztes Wort. Ich liebe dich, du Missgeburt. Was heißt für dich Ehre? Ja, wenn man mir ausgibt, Ehre, Mann, so weißt du. Ein Loch in deine Lieblingshose schneiden oder einen Fremden 20 Euro geben? Ich würde den Fremden dumm denn schauen. Einen Fremden 20 Euro geben. Lieber drei Nasenlöcher oder ein Nasenloch? Drei. Warum drei? Damit ich mehr so Luft kriege. Okay. Frag mich. Ich will jetzt. Alles super size, wie du weißt. Was wäre dir lieber? Zu große Hände oder zu große Füße? Zu große Hände, ja. Meinst du? Ja, wenn Stress. Du bist Irak, hast gesagt, ne? Mhm. Man würdest deinen Sohn Harald oder Otto nennen? Otto, von der 20. Nein, Harald. Harald, warum Harald? Otto, für mich ist das so schwul, so, weißt du? Otto ist ein schwuler Name. Von der süßen Land. Okay. Du kleiner Fakt ist, es gibt Problembezirke. Was wäre dir lieber, für immer unten ohne oder oben ohne? Unten, damit alle meinen Gerro sehen können, den Großen. Den Kleinen? Den Großen. Okay, hast du Handy dabei? Ja, ja. Würdest du lieber deine Suchhistory zeigen oder deine letzten Bilder? Meine letzten Bilder. Zeig mal dann. War das deine Mutterbilder? Nackt. Okay, das reicht schon. Sieht sauber aus. Mal, deine Freundin und deine Mutter haben die Seele getauscht. Ja. Mit dem willst du schlafen? Voilà, meine Mutter. Also dann hast so gelacht. Mutter gefickt wie ich. Du Ich schlug meine Mutter sogar. Ramo_Duisburg, folgt mir alle auf Insta. Und ja, entfolgt den alle am besten, Pollack.471. Sonst kriegt die Corona, inshallah. Und ja, der ist ein Hurensohn. Du machst einen Dreier mit deinen Eltern, gell? Mhm. Dein Vater ist 5 cm in dir drin und du bist 5 cm in deiner Mutter drin. Wo weichst du aus? Nach vorne oder nach hinten? Welche Seite ist denn meine Mutter? Wenn muss, dann. Dann von vorne. Ich einfach deine Mutter. Bei mir. Deine Mutter, Ruhe. Guck mal, deine Mutter und deine Freundin haben die Seele getauscht. Mhm. Mit wem würdest du schlafen?
Mit meiner Mutter. Weil da ist die Seele meiner Freundin. Ich will mal sehen. Achan. Meiner Freundin, ja, ja. Okay. Ja. Willst du irgendwas noch sagen? Ja, ich bin Albaner. Hol den mal hoch. Ich bin Albaner. Was würdest du lieber? Würdest du lieber auf dem Kuchen sitzen und Schwanz essen oder auf dem Schwanz sitzen und Kuchen essen? Der wird beides Schwanz nehmen. Nein. Was? Sag mal leise, wie? Sie nimmt gerne Schwanz im Mund. Sag mal leise. So, ich hab dir das beigebracht. Egal, das egal. Also nimmst du auch im Mund? Nein, aber ich hab den gezeigt so. So, andere Weiber haben das auch schon so, ich hab das auch den beigebracht. Ich hab das, der wollte das auch kennenlernen, hab ich ihm das auch beigebracht. So. Ich hab den meinen Schwanz in seinen Mund gesteckt. Der kriegt doch immer von seinem Onkel so. Folgt alle diesen Account. Ist auf jeden Fall lustig und die nehmen Duisburg auseinander. Ey, Uala. Und kommt nicht nach Duisburg, weil es abstürzt. Was willst du schon wieder? Ich will Fan werden. Und wie das? Ja, die fanden mir nicht. Voll die Fotze. Was wäre für dich besser? Super schön sein oder super intelligent? Schön. Warum schön? Was bringt mir das, schlau zu sein? Ich krieg Weiber ein, weißt du, meine? Ich verkaufe Weiber. Ihr seid behindert, guck. Ich nehm ein paar Weiber, ne? Ja. Ich nehm ein Weib, ich poste auf Insta. Wer will die haben? 30 Euro. Ich schwöre auf Koran, ich jede will die haben. Nicht jede, eine, jede, diese Kanaken. Die würden die durch. Dann krieg ich dafür Geld. Also vor immer schlau sein, vor immer. Dann schlau sein, weil wenn man einen Brief von Posey bekommt, dann kannst du Posey mal schlau und so, weißt du? Man kann lügen, man kann Geld verdienen. Sei mal ehrlich, ist die Tasche original? Wallabilla, nein. Ist die original? Nein. Was heißt Ehre für dich? Loyalität, Familie. Würdest du lieber deinem Chef oder deinen Eltern Nacken schicken? Chef. Warum Chef? Bei Eltern, du schämst dich mehr und das ist respektlos. Bei Chefs anders. Sie sind ja jeden Tag dein Chef. Ich würde sogar meinen Chef ballern. Wo hättest du lieber keine Haare mehr? An den Augenbrauen oder komplett Glatze? An den Augenbrauen. Dann kann man das so irgendwie machen, ja. Willst du deine Augenbrauen malen? Ja, wenn ich keine habe. Diese miesig. Ich weiß nicht, ja, auf jeden Fall keine Augenbrauen lieber, weil das ist ja mehr als Glatze, weißt du? Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ihr könnt mich alle auf Instagram abonnieren. Polak.fisi meint, so auf jeden Fall knackige Frauen. Ich bin halal. Schönen Abend wünsche ich noch. Für immer große Hände oder große Füße haben? Hände. Warum Hände? Damit ich die Huren so packe, wenn die wegrennen. Ich kann die so richtig packen, weißt du, ich meine? So ja. Frauen, Haarsehen. Hättest du gesagt, wegen runterhauen? Fuck den! Fuck mir auf Instagram! Strich runter, für sie, Strich runter! Alle dicht wohl! Reicht mit denen, die ficken meinen Kopf. Guck mal, wie traurig der war! Fass mich an! Ja. Bist du Jungfrau? Ja. Lutscher? Nein, ich bin. Er sagt Lutscher!